You've got your balls to the wall, man. Nein, falsch. Balls in your face, except. Hey, hallo Welt und willkommen zu Honkley TV. Ich hatte ja schon letzte Woche auf Facebook geschrieben, dass ich die heutige Honkley TV Folge einem Thema widmen wird, was sich eindeutig auf die letzte Honkley-Folge bezieht. Nämlich die Sache mit dem Sängerwechsel. Und diesen Folge soll es einmal ein bestimmtes Beispiel gehen, welches in der letzten Aufnahmesession von der letzten Honkley-Folge so sehr ausgeufert ist, dass es einfach eine eigene Folge verdient. Zumal das Ganze auch wirklich eine riesige Schweinerei ist. Also da ging Karma in den Arsch, unglaublich. Fast as a Shark, Prince of the Dome, Boss to the Wall, Metal Heart. Wer kennt sie nicht? Das sind alles Klassiker der alten Exe. Teutonic Terror und Stalingrad. Auch Songs bzw. auch Alben der Band, Except die man kennen sollte. Ich behaupte allerdings, dass die heutigen Except nichts mehr mit den alten Except gemein haben. Im Gegenteil, ich gehe sogar den Schritt weiter, um zu sagen, dass die heutige Band Except reiner Etikettenschwindel ist. Diese Aussage stößt jetzt wahrscheinlich vielen Except-Jüngern sehr, sehr sauer auf. Aber es hat einen guten Grund. Meine Aussage stützt sich auf zwei Punkte. Zum einen die musikalische Ähnlichkeit mit den alten Songs und zweitens das ganze Geschäft um den Sänger oder beziehungsweise Ex-Sänger Udo Dirkschneider. Die alten Except waren bzw. sind bis heute legendär. Die Mischung aus dem Gitarrensound, diesen einfach hymnenartigen Songstrukturen und natürlich der unverwechselbaren Reibeisenstimme von Udo Dirkschneider. Einfach ein Sound, der die Welt bewegt. Auslöser meines Gedankens sind allerdings wiederum zwei Sachen. Zum einen das Exit-Konzert auf dem letzten Bang Your Head und zum anderen ein gewisses Metal Hammer-Interview mit Udo Dirkschneider zusammen. Und das ist ein Interview, in dem ziemlich viele Wahrheiten gesprochen wurden. In diesem Interview wird nämlich offenbart, dass der liebe Wolf Hoffmann, also sprich der, wirklich der Gitarrist bei Except, menschlich gesehen ein absolutes Arschloch ist. Wer möchte, kann sich ja mal gerne den Wikipedia-Artikel zu Except durchlesen. Ich verlinke den unten in der Videobeschreibung. Und wenn man dort so durchliest und dann ist auf das Folgende, was ich euch so erzähle, hört, dann wird man sehen, dass Wolf Hoffmann zwar die treibende Kraft in Except war, aber auch gleichzeitig so ziemlich das Blödste auf menschlicher Ebene, was Except passieren konnte. Spätestens seit der Kommerzialisierung Except, also sprich quasi seitdem Wolf Hoffmann stark die Zügel in der Except in der Band hatte, ist die Sache bei Except so, dass wir quasi eine Zensur- und Pressestelle haben, nämlich Wolf Hoffmann. Dieser sorgt nicht nur dafür, dass immer wieder mal das Image der Band in eine bestimmte Richtung gerückt wird oder ein bestimmter Markt erschlossen werden soll. Einfach nur aus diesem Grunde, nämlich den amerikanischen Markt erobern zu wollen, wurde zum Beispiel auch Udo Dirkschneider, der die fucking Band gegründet hat und dessen Stimme das Markenzeichen für Except sind, beziehungsweise waren, aus der Band ausgeschlossen. Das darauffolgende Album mit einem neuen Sänger war ein ziemlicher Flop, was dafür sorgt, dass die Band sich 1989 auflöste. Udo Dirkschneider blieb allerdings in der Zwischenzeit nicht untätig und baute seine eigene Band UDO auf. Zu dieser Zeit war UDO quasi noch Udo Dirkschneiders Übergangsprojekt. Denn 1993 kam Except wieder zusammen, Udo wurde aufgelöst und Udo Dirkschneider kam zurück zu Except. Allerdings hielt das auch nicht lange. Es gab wieder bandinterne Differenzen, bla, blub, sowieso und überhaupt. Und die Band löste sich 1997 wieder auf. Soweit die offizielle Seite. Schauen wir mal hinter die Fassade und schauen uns mal die ganzen Sauereien an, die da Wolf Hoffmann verzapft hat. In besagten Metal Hammer Interview, die genaue Ausgabe kann ich euch leider nicht mehr nennen, da ich die Ausgabe nicht mehr in meinem Besitz habe, ist schon so ein, zwei Jahre her. Aber wenn ins Archiv bei Metal Hammer schaut, dürft ihr Oscar relativ schnell finden. Es war nämlich das Titelthema. Dort hat Udo Dirkschneider ein wenig ausgepackt und zum Beispiel auch verlauten lassen, dass er zwar einmal in einem Interview gefragt wurde, warum es mit dem Ausstieg bei Except gewesen sei und bla und blub, darauf hat er gesagt, darüber möchte ich keine Antwort geben. Oder so etwas ähnliches.
Ja, und daraufhin wurden ihm keine Interviews mehr zugeteilt. Das heißt also, es wurde ziemlich alles getan, um zu verhindern, dass das Bandinterne, was Wolf Hoffmann ein bisschen schlecht dastehen lässt, an die Öffentlichkeit gerät. Mit anderen Worten, Udo wurde mundtot gemacht. Wie gesagt, die Band löste sich 1997 wieder auf. Udo hat dementsprechend wieder sein Projekt UDO ausgebuddelt. Warum hat er nicht eigentlich als Excel weitergemacht? Nun, das hat schon wieder einen anderen Hintergrund, denn die Managerin von Accept zu der damaligen Zeit hat dafür gesorgt, dass die Namensrechte zu Wolf Hoffmann gegangen sind. Grund, naja, also Wolf Hoffmann und die Managerin, die waren und sind heute noch ziemlich liiert, also verheiratet. Und so ging der ganze Spaß eben weiter. Wenn man sich das Interview mit Mittelhammer durchliest, dann wird immer mehr ersichtlich, dass Wolf Hoffmann die treibende Kraft war, wenn es zum Beispiel darum ging, dass solche Leute wie Stefan Kaufmann aus der Band geschmissen wurden. Das bei dem Festival-Zusammentreffen zu 2005, wo die originale Accept-Besetzung hätte spielen können. Stefan Kaufmann konnte natürlich nicht, weil er rückentechnisch nicht mehr Schlagzeug spielen konnte. Ja, da war von seitens Udo der Vorschlag gewesen, hey, wir stellen einfach Stefan Kaufmann an die Rhythmusgitarre, denn der Rhythmusgitarrist von damals konnte auch nicht mehr, und nehmen unseren UDO-Drummer und setzen ihn an die Drums. Antwort Wolf Hoffmanns, das ist mir zu viel UDO. Nach diesem Festival-Sommer wurde von Seiten Accept bzw. Wolf Hoffmann das Udo an weiteren Konzerten, also sprich einer Reunion mit Accept, nicht interessiert geworden wäre. Das stimmt allerdings auch nicht so, denn Udo Dirkschneider wurde nur kommuniziert, hey, wir treffen uns für diesen Festivalsommer und nehmen im Rahmen dieses Festivalsommers das nochmal neu auf. Mit anderen Worten, es war wirklich nur von Live-Auftritten die Rede. Von einer weiteren Zusammenarbeit, einer Reunion oder sonstigen, war nie die Rede. Aha, kommt vielleicht noch was raus. Im Jahre 2009 wurde dann Accept reformiert. Und mit reformiert meine ich eine fast komplett neue Besetzung. Und natürlich auch ein neuer Sänger. Udo Dirkschneider, dessen Stimme ja das Aushängeschild der Band gewesen war, wurde natürlich auch gefragt. Er lehnte allerdings ab. Grund, naja, wenn die Sache mit Accept schiefgelaufen wäre, hätte er schlicht zum dritten Mal UDO auspacken können. Da wäre er einfach unglaubwürdig geworden. Soweit so gut, ist auch alles kein Problem. Was allerdings auffällt, ist, dass Accept verdammt schnell ihren neuen Sänger hatten. Was einen ja in die Versuchung bringen könnte zu überlegen, hey, die haben schon damit gerechnet, dass der nicht kommt und wir haben uns schon mal einen neuen Sänger besorgt. Der Metal Hammer hat nach dem Interview mit Udo Dirkschneider natürlich auch versucht, einen Stellungnahme als Accept reinzubekommen. Diese haben allerdings mehr oder weniger eigentlich nur gesagt, ja, viel Spaß, wir wünschen Udo eine schöne Zukunft, während wir uns hier, wörtlich zitiert, während wir uns den Arsch abarbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meinen Ohren ist es ein stillschweigendes Geständnis dafür, dass man früher enorm viel Scheiße gebaut. Was kam also nach 2009? Die neuen Accept mit neuem Sänger. Und jetzt greift der zweite Punkt meiner Argumentation. Jetzt sind wir hier an dem Punkt angelangt, wo meiner Meinung nach Accept nicht mehr Accept sind, sondern einfach noch Etikettenschwindel und ein alter Bandname, ein alter großer Bandname genommen, dem man ordentlich Geld scheffeln kann. Was klar ist, Bands entwickeln sich weiter. Dementsprechend wird natürlich auch der Gitarrensound ändern. Man spielt im Jahr 2010 nicht mehr denselben Gitarrensound wie zu Zeiten von 1970. Ist klar. Aber was bei Accept in Sachen Gitarrensound und Arrangement passiert, ist da ganz großer Unterschied. Das hat mit den alten Accept mit None und Nichten auch nur irgendetwas zu tun. Man merkt ganz eindeutig, dass man versucht hat, ein wirklich modernes Soundgewand dem anzugeben. Die Songs sind auf Mark Trujillo, halt auf die Stimme vom neuen Sänger angepasst. Und das merkt man enorm. Das macht die Songs nicht schlechter, nein, die Songs sind an sich wirklich gut. Aber dennoch haben sie mit der eigentlichen Band Accept, bis auf den Namen, nichts mehr gemein. Was man nicht zuletzt live merkt. Weil live, muss ich sagen, ist halt der Punkt, wo man sieht, hey, das sind Accept. Aber es sind neue Accept und nicht Accept. Wenn man nämlich auf deinem Konzert ist, so wie ich zum Beispiel in Balingen war, ich denke mal, ich bin relativ objektiv rangegangen, dann hat man gemerkt, wenn diese, wenn Neu-Accept die alten Accept-Songs gespielt haben, es war komplett anders. Es ist nicht mehr dieser alte Song gewesen, es kam mir vor wie eine neue Cover-Version. Der Gitarrensound war erstmal grundlegend verändert, war nicht mal ein bisschen angepasst in die Richtung. Das heißt, als Fan hat man nicht mehr wirklich den Song entgegenbekommen, den man erwartet hat.
und dass diese Stimme vom neuen Sänger natürlich nicht das Reibeisen von Udo ist, das ist sowieso klar, das passt einfach nicht. Ganz im Gegensatz jetzt mal dazu, weil man könnte jetzt natürlich sagen, hey, Alter, die spielen mit anderen Equipment, natürlich haben die einen anderen Sound. Ja, aber es geht auch besser. Ich war vor ein paar Wochen in der Rockfabrik in Ludwigsburg auf einem UDO-Konzert. UDO, also die Band von Dirk Schneider. Abgesehen davon, dass mir der hier neue Sound wesentlich besser gefällt, aber das ist ja vollkommen eine Geschmackssache und auch nicht Thema heute, die haben eine Angewohnheit. Die Zugabe von UDO besteht eigentlich zu 90% aus alten Accept-Songs. Und zwar Accept-Songs zu der Zeit, wo Udo noch mitgesungen hat. Und da hat man genau den Gitarrensound bekommen, den man erwartet hat. Und er klang trotzdem modern. Man hat genau die Stimmung und genau einfach den Sound dieser die Song einfach gesampelt hat, gepasst. Und dazu natürlich noch die Stimme von Udo Dirkschneider. Es war genau der Vibe bei den alten Accept-Songs, den ich mir gerne von den Neu-Acceptianern gewünscht hätte. Ja, ich würde sagen, Beweisführung abgeschlossen. Das ist mein Argument, die ich euch präsentieren konnte, deswegen sage ich, es gibt Accept und es gibt Neu-Accept. Fertig. Und in meinen Augen hat Wolf Hoffmann gesagt, hey, wir versuchen eine Reunion. Oh, Udo Dirkschneider macht mit, oh, Stefan Kaufmann macht nicht mit. Der ist ja damals als Rhythmusgitarrist bei UDO dort tätig gewesen, ist ja inzwischen auch aus gesundheitlichen Gründen komplett ausgestiegen. Okay, wir machen was komplett Neues, benutzen aber den Namen, weil dann müssen wir uns nicht mehr von unten hocharbeiten, müssen nicht mehr so viel PR machen, weil eine Accept-Reunion macht sowieso für sich schon genug PR und wir können tonnenweise Geld scheffeln. Das sind für mich neue Accept. Ja. Ich find's scheiße, und ihr? So, das soll es mal gewesen sein mit meiner kleinen, ich denke mal relativ gut argumentierten Lästerrunde über Wolf Hoffmann. Ich meine natürlich Neu-Accept, ich meine natürlich Accept. Schreibt mir mal eure Meinung dazu runter. Ich will jetzt ja auch keine Diskussion über die Qualität des neuen Materials stellen. Das ist eine ganz andere Sache. Ich finde einfach nur, dass die Bands mit dem Karma oder vor allem Wolf Hoffmann mit dem Karma voll verkackt hat. Also menschlich gesehen kann ich den Typen nicht mehr leiden. Was meint ihr zu? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir jetzt einen Kommentar darunter, was ihr davon haltet. So. Des Weiteren, wenn euch dieses Video von Arthur und Almöchen so gefallen hat, dann gebt ihr einem Daumen nach oben. Ansonsten fände ich es auch noch sehr gut, wenn ihr mich abonnieren könntet. Dazu ist der Button hier unten da drüben. Dort findet ihr das letzte Honk-TV-Video. Ja, in der Woche dazwischen kam nichts, weil wegen, ich hatte ein Video, aber da war ich qualitativ überhaupt nicht mit zufrieden. Dort drüben findet ihr die letzte Honk-TV-Folge, wo es über den Genickbruch beim Sängerwechsel ging. Ja, also quasi das Prequel zu dieser Folge. Unbedingt mal anschauen, dort klicken oder der erste Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten, da unten habt ihr Playlist, abonnieren, Facebook, bla, wenn das nicht, mir noch nicht folgt, dann folgt mir, gibt's mir mal gerne so ein paar Infos. Und ansonsten würde ich sagen, schön schiefe Noten, adiosos, amigosos. Wir sehen uns nächste Woche am Montag und bis dahin, schau, schüllö und die lö. Egal, 3, 2, 1.